Guten Morgen, Mrs. Harris. Wie geht's Ihnen? Heute ist mein Glückstag. Den haben Sie doch jeden Tag. Ada Harris besitzt eine kompromisslose Freude am Leben. Nicht kalt werden lassen. Wie heißt das Gericht? Told in your hole. Sie ist reizend, aber sie sehnt sich einfach nach mehr. Eine Träumerin, das bist du. Dann beflügelt ein wunderschönes Kleid von Dior Adas Fantasie. Ist es nicht göttlich? 500 Pfund. 500 Pfund für ein Kleid? Wenn ich es anziehe, ist alles andere egal. Dieses Couture-Kleid von Dior hat eine gewaltige Wirkung auf Sie. Ich kaufe mir ein Kleid. Ein Christian Dior aus Paris. Und siehe da. Paris. Es verschlägt sie nach Paris ins Haus von Dior. Ein Kleid von Dior ist gemacht, um zu erstaunen. Wie wollen Sie das schaffen, Mrs. Harris? Sie sind niemand. Na, das werden wir noch sehen. Wenn Ada das Gefühl hat, ihr geschieht Unrecht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Bitte, ich begleite Sie hinaus. Nein, jetzt warten Sie doch. Ich habe jeden Penny gespart, Böden geschrubbt, damit ich das Kleid kaufen kann. Entschuldigen Sie, es wäre mir eine Ehre, wenn Sie sich die Kollektion ansehen, als mein Gast. Oh, wunderschön. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior ist die umwerfende Geschichte einer Frau, die ihrem Traum folgt und dabei das Leben ihrer Mitmenschen verbessert. Weiter so. Ich war selbst lang allein und wollte nichts mehr vom Leben wissen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist Ihre Chance. Sie verwirklicht ihren Traum nicht nur für sich selbst, sondern inspiriert das gesamte Haus Dior und beeinflusst das Schicksal vieler Menschen. Sie trauen sich, Ihren Träumen zu folgen, Mrs. Harris. Bravo. Das ist unmöglich. Ganz und gar. Wo gehen Sie hin, Mrs. Harris? Ich gehe zum Chef. Wer Mrs. Harris und ein Kleid von Dior ansieht, soll sich einfach an dieser Figur und ihrer Reise erfreuen. Dann Prost! Ich möchte, dass das Kinopublikum den Alltag hinter sich lässt. Ich dachte, dafür wäre es zu spät. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wünsch mir Glück! Wer ist dieser Mann? Das ist der Meister persönlich, Monsieur Dior. Der sieht aus wie mein Milchmann.